Kollegin Pieper. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, besonders liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, von der SPD und von den Grünen. Man kann sagen, Schwein gehabt, ne? Also wenn ich überlege, morgen ist letzter Schultag. Bitte? Okay. Morgen ist letzter Schultag und es ist wirklich, ne, auf den letzten Drücker gelungen. Hier Gratulation, hat noch mal gerade so eben geklappt. Das hätte aber gar nicht sein müssen, wenn wir von vornherein gemeinsam anerkannt hätten, dass dieses Gesetz konnexitätsrelevant ist. Da muss man einfach sagen, die Ursache für den ganzen Stress jetzt hier in den letzten Wochen liegt einfach bei der Landesregierung, die nämlich nicht rechtzeitig ihre Hausaufgaben gemacht hat und eine Kostenfolgeabschätzung vorgenommen hat und die Konnexitätsrelevanz anerkannt hat. Erst nachdem die Kommunen mit Verfassungsklage gedroht haben, war die Landesregierung dann bereit, mit den Kommunen in Verhandlungen zu treten. Diese Verhandlungen, die haben wir schon gefordert im letzten Haushaltsverfahren. Da haben wir schon gerechnet und haben gesagt, bitte setzt euch zusammen. Da hat die SPD, die Grünen haben gelächelt und haben gesagt, das ist gar nicht nötig, wir brauchen das nicht, keine Konnexität. Man hätte heute viel weiter sein können. Eigentlich hätte das Geld schon fließen können. Aber wir schauen jetzt mal nach vorne, jetzt haben wir es und wir finden es gut, dass jetzt endlich was passiert und die Schulen Geld bekommen, mit denen sie arbeiten können. Also das erkenne ich ausdrücklich an und ich denke, in den Schulen herrscht jetzt einigermaßen Erleichterung darüber. Diese Sicherheit, die jetzt die Kommunen haben, die halte ich aber für sehr fragil, muss ich sagen. Denn im Grunde ist nicht klar, was passiert nach der Evaluation nächstes Frühjahr. Stehen wir dann wieder hier und debattieren? Ich hoffe wirklich nicht, sondern ich hoffe, dass dann tatsächlich klar ist, dass die Kommunen mit den notwendigen Geldern ausgestattet werden. Zum neuen Schuljahr greifen jetzt die neuen Regelungen für das gemeinsame Lernen. Was die Rahmenbedingungen angeht, sind wir heute weiter, als wir es bei der Verabschiedung des neuen Schulrechtsänderungsgesetzes waren. Meiner Ansicht nach sind wir aber immer noch nicht weit genug. Das ist gerade hier ausführlich auch erklärt worden, wo es um Qualität und Rahmenbedingungen geht. Den Schülerinnen und Schülern und den Kolleginnen und Kollegen wünsche ich für das Schuljahr 14/15 einen guten Start. Mein Dank gilt allen, die sich angesichts der gegebenen Bedingungen mit viel persönlichem Engagement und Herzblut dem Ausbau des gemeinsamen Lernens widmen. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Lührmann.